Ja, die Weichschildkröte, ja, hatte ich schon länger so im Kopf als Besonderheit für dieses Aquarium und jetzt konnten wir es tatsächlich realisieren und sind ganz glücklich über die Schildkröte. Wir haben ja auf Facebook und Instagram unsere Fans und Besucher gebeten, uns dabei zu helfen, einen tollen Namen für unsere Schildkröte zu finden und haben uns letztendlich für den Namen Panea entschieden. Als kleines Dankeschön für die Unterstützung bei der Namensfindung von unserer neuen Weichschildkröte kriegt der Namensfinder auch ein kleines Geschenk von uns übersendet, und zwar eine Stofftierschildkröte. Weichschildkröten sind ganz spannend. Erstmal durch diese etwas lederartige Haut, die sie natürlich ein bisschen von den anderen Schildkröten unterscheidet. Also sie ist recht weich und wirklich hautähnlich und eben nicht so knochig, panzerig wie bei den normalen Sumpfschildkröten. Und das ganze Aussehen der Schildkröte ist natürlich auch sehr interessant und besonders. Wir haben hier einmal die flossenähnlichen Vorderbeine, die also schon fast einer Meeresschildkröte ähnlich kommen und deswegen also sie auch schon ein bisschen von den anderen Schildkröten abheben. Und dann natürlich das ganze, ja, schon fast niedliche Aussehen, die Steckdosennase macht sie nochmal zu einer kleinen Besonderheit und auch zu einem echten Charaktertier hier im Aquarium. Panea ist im Moment noch alleine. Das hat folgenden Hintergrund. Wir müssen garantieren, dass unsere Weichschildkröten hier in dem Aquarium vernünftig und adäquat gefüttert werden. Das ist also ganz wichtig für uns, weil das schon etwas anders ist von der Haltung als vielleicht im normalen Aquarium mit kleinerer Größe. Das heißt, wir müssen wissen, wie viel frisst Panea hier im Aquarium, wie häufig frisst sie, das müssen wir dokumentieren und wir müssen auch garantieren, dass sie also auch das abkriegt, was wir ihr hier als Futter anbieten, weil wir keinen anderen Futterverwerter hier im Aquarium haben. Das heißt, wenn Panea ihr Futter nicht fressen würde, würde es liegen bleiben und automatisch unsere Wasserqualität dadurch belasten. Deshalb haben wir uns Folgendes ausgedacht. Panea und auch ihre Freundin, die übrigens mit ihr hier angekommen ist aus Frankfurt Anfang des Jahres, werden Tage trainiert. Das haben wir schon erfolgreich bei unseren Krokodilen, Krokodil-TUs eingesetzt, auch bei verschiedenen anderen Tierarten hier im Tierpark. Und das Ziel ist, dass wir also den Schildkröten beibringen, sobald ein Target, bei uns ist das ein blauer Ball, in das Wasser gehalten wird und dazu gleichzeitig ein akustisches Signal kommt, wir rasseln also einmal im Becken, dass dann Fütterungszeit beginnt. Dann kommen die Schildkröten im Idealfall nach oben, schwimmen mit der Nase ans Target und werden mit Futter belohnt. So können wir ideal und ganz genau bestimmen und dokumentieren, wie viel frisst sie überhaupt und ist es vielleicht zu wenig, zu viel und haben also einen perfekten Überblick.